Und eine Firma kam auf mich zu, ne, die wir auch beraten haben im Bereich Bewerber, und hat gesagt, hier, wir bekommen, wir machen sogar zwar Werbung auf unsere Anzeigen, aber also auf unsere Karriereseite, aber keiner meldet sich, keiner bewirbt sich, Ja. ne? Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir einfach mal die Karriereseite angeguckt. Herzlich willkommen hier zum Fachfilm-Podcast. Heute geht es wieder um ein sehr spannendes Thema, und zwar um den Bereich Mitarbeitergewinnung. Das ist ja ein Thema, was wahrscheinlich jede Fachfirma irgendwo ein Stück weit betrifft, weil Aufträge sind ja doch genug da, ne? Aber die Mitarbeiter fehlen, und wir haben euch heute auch wieder drei Tipps mitgebracht. Ich bin mit dem Mar wieder hier. Hi. Und ja, wir wollen direkt auch mal einsteigen, ne? Nicht zu viel Zeit verlieren. Die erste Sache, die man einfach auch bedenken muss, wo kommen die mit, oder wo kamen die Mitarbeiter aus der Vergangenheit her? Ganz viel Umfeld, ganz viel Empfehlungen von eigenen Mitarbeitern, die happy sind. Na, auch diese Quelle, die kann man weiterhin nutzen natürlich, sollte man auch nutzen, sollte man aber auch forciert machen. Na, also Ja. unsere Empfehlung ist, oder Marvin, du kannst ja gerne das. Ja, also ganz, ganz wichtig ist halt, dass du bei deinen Mitarbeitern regelmäßig fragst, ob sie jemanden kennen, Und ne? regelmäßig heißt nicht einmal im Jahr, sondern Nee. wirklich einmal alle 2, 3 Monate. Ja, also du musst wirklich dir systematisiert, also entweder machst du dir irgendwie einen Kalendereintrag Ja. oder du machst es dir zur Routine, dass du jeden Freitag die Jeden Mitarbeiter Freitag geht auch, fragst, ja. dass du dir das einfach zur Routine machst. Hey, wen kennst du denn? Kennst du irgendwie noch einen Monteur? Kennst du noch jemanden, der im Verkauf tätig ist? Kennst du noch einen Planer und so weiter? Und einfach abklappern, ob die Leute noch jemanden kennen, ne? Ja. Die Leute haben auch alle gelernt, ja, waren auf der Berufsschule zusammen oder ja, kennen sich auch privat. Und da kann man einfach sehr, sehr gute Leute natürlich auch finden. Und du musst den Leuten aber natürlich auch irgendwie was mitgeben, ja, was sie zum Beispiel sagen können, warum sie deine Firma auch interessant machen können, ne? Ja, genau, und auch eine Motivation vielleicht. Also man kann zum Beispiel überlegen, wenn jemand jemanden empfiehlt hat, wenn der durch die Probezeit durch ist, dann irgendwie 500.000 Euro oder so oder was anderes zu geben. 500 oder 1000, nicht? 500.000, nicht 500.000, ja, das wäre dann leicht defizitär. Ja. Das wäre ein teurer Mitarbeiter. Aber ja, zum Beispiel 500.000 Euro, 1.500, ich kenne Leute, die machen 2.000 Euro. Das muss halt selber wissen, was der Mitarbeiter dann jeweils wert ist, Ja. natürlich. Letzten Endes ist das aber auch ein Anreiz einfach nochmal, ne? Also quasi wie eine Art Provision, Wie eine Art nur Provision, für genau. Mitarbeiter werben, Genau. ne? Also kennen vielleicht einige von euch, aber habe ich auch schon häufig erlebt, dass das gar Ja. nicht als Gedanke sozusagen bekannt war. Aber das ist schon attraktiv Ja, für die definitiv. Mitarbeiter, Das ne? macht fast Dann, keiner. genau, und dann kommen auch die Gedanken, na, wen würde ich denn kennen, ne? Also Ja, das wer ist wäre denn die natürlich. erste Person, die mal, warte mal, der von früher, ich kann ja mal anrufen Ja, und ich kann ja mal fragen. bei, oder ich kann mal bei WhatsApp oder so oder mal Ja. bei Facebook mal anschreiben oder so, hey, wie läuft's eigentlich bei dir, ne? Bist du zufrieden in Ja. deinem Job und so, ne? Also, wir wollen ja jetzt nicht proaktiv abwerben, ne? Also, wir wollen da jetzt nicht hart irgendwie wie einen Headhunter oder so aus den anderen Firmen jemanden Ja. auch rausziehen oder so, darum geht's gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass die Leute einfach die Augen offen halten, also auch Ja. deine Leute, also alle deine Leute und auch du selber einfach die Ja. Augen und Ohren offen halten. Ja, du selber hast halt noch 24 Stunden. Wenn du deine Leute noch dazu hast und 10 Leute hast, dann hast du nochmal 10 mal 24 Stunden mehr. Ja, also einfach da die Augen offen halten, ob man Leute aus dem Umfeld Ja. kennt, die gegebenenfalls interessant sind, ne? Genau, das ist so Thema 1, ne? Und seid ihr da auch nicht zu schade, wirklich mal die Leute zu fragen, weil, müsst ihr auch vorstellen, für die Leute ist ja auch eine Entlastung, wenn jemand dazu kommt. Du kannst auch sagen, hey, ist ja wieder mega viel los gewesen die Woche. Ihr wisst ja, ich frage ja regelmäßig, wen kennt ihr denn jetzt mal? Erzähl mal, komm, der euch helfen könnte, das zu entlasten, ne? Ja. Und dann immer wieder in die Gespräche reingehen. Und wie gesagt, Ja. es werden Leute bei rumkommen, werdet ihr merken. Weil die Leute sich auch viel mehr Gedanken machen, es ist viel präsenter für die dann. Ja, und auch was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, bei potenziellen Leuten auch einfach mal dort auch immer wieder nachfragen, ne? Also wenn du Klar. Kontakte hast, dann auch einfach mal immer mal wieder eine Nachricht schreiben bei WhatsApp Ja. vielleicht oder immer mal wieder irgendwie eine Nachricht schicken über einen Messenger, Ja. wie auch immer, weil auch da geht es so drum, genauso wie wenn du Angebote rausschickst zum Kunden, ja, Ja. und nachfasst, ob derjenige das wahrnehmen möchte oder nicht. So geht es auch in der Mitarbeitergewinnung Ja. darum, auch mal nachzufassen. Ja, auf der einen Seite kann man sagen, naja gut, wenn jemand nicht will, dann will er nicht, ne? Aber es gibt auch immer Lebenssituationen, in denen Ja. jemand ist und die Ja. können sich auch schlagartig ändern, ne? Ja. Also wenn du vor 3 Monaten mit jemandem gesprochen hast, dann kann es sein, dass er gesagt hat, nee, ist gerade nicht interessant für mich und auf einmal ändert sich seine Lebenssituation oder Ja. irgendwas passiert in der Firma und auf einmal ist er nach den 3 Monaten Ja. dann Sagt komplett er ja, interessiert, ja, wäre doch oder spannend. Haben wir auch schon gehabt, so eine Situation. genau. Und da einfach auch dranbleiben und nachhaken. Also wenn du jetzt gerade das hier hörst, dann überleg gerne mal, wen kennst du aus der Vergangenheit, mit dem du schon mal gesprochen hast, wo du dich vielleicht mal melden kannst, wo du nochmal nachhaken kannst. Schreib dem jetzt einfach mal eine WhatsApp-Nachricht oder schreib ihm mal auf Facebook oder Instagram oder wo auch immer. Oder wenn du ihn triffst oder weißt, wo er sich aufhält, dann geh da mal hin. Ja. Und du hast da mit Sicherheit den einen oder anderen im Kopf, den du auf jeden Fall nochmal fragen kannst. Ja.
Das ist zu Tipp 1. Also einfach Follow-up bei deinen eigenen Leuten, bei deinem Bekanntenkreis machen und auch bei den Leuten, die du kennst. Ja, der zweite Punkt ist eine Sache, die wird von fast niemandem richtig gemacht. Also ich würde sagen 95-97% der Unternehmen machen das nicht. Denken trotzdem, dass sie es machen würden. Nämlich der Person, die sich bewerben möchte bei euch, es möglichst leicht zu machen. Es ist eine riesen Wechselhürde, Bewerbung, Lebenslauf, Anschreiben für einen Handwerksangestellten zu verfassen. Weil das ist ein Handwerker. Der macht Handwerk gut, aber ihr kennt das selber. Der macht dann, wenn man am Ende die Abnahmepapiere von dem bekommt, dann ist das wie Kraut und Rüben, was er da geschrieben hat. Und so fühlt er sich auch, wenn er seine Bewerbung machen muss. Entsprechend ist das eine Riesenhürde, die man senken kann, wenn man das möchte. Man kann zum Beispiel ein einfaches Formular auf die Website machen, wo sich Leute eintragen können. Dann meldet man sich selber bei denen. Selbst eine Telefonnummer hinzupacken, zu sagen, ruf bitte an, ist schon wieder eine Hürde. Weil wie gesagt, also ich weiß noch, als ich 18 war, nach Hannover gezogen bin, ich musste mir einen neuen Friseur suchen. Ich hatte Schiss, bei einem Unternehmen anzurufen oder generell bei einer Person anzurufen, die ich nicht kenne. Weil das ist nicht normal als Verbraucher. Als Unternehmer ist es normal, als Verbraucher nicht. Und das ist eine Riesenhürde. Ich sehe super viele Leute, die haben Karriere und so auf der Website stehen, haben mega Karriereseite, mega viel Geld in Imagefilme und sowas investiert. Ja. Aber die Eintragung ist am Ende, bewirb dich auf die E-Mail-Adresse so ungefähr. Und das funktioniert nicht. Viele haben ja auch so ein ewig langes Formular, wo du dann den Lebenslauf und noch Zeugnisse und so weiter am besten ein bestimmtes Dateiformat, sodass es richtig schwer wird. Das ist dazu habe ich auch eine interessante Geschichte tatsächlich gerade. Und zwar haben wir mal bei einer Firma, oder eine Firma kam auf mich zu, ne, die wir auch beraten haben im Bereich Bewerber. Und hat gesagt, hier, wir bekommen, wir machen sogar zwar Werbung auf unsere Anzeigen, aber also auf unsere Karriereseite, aber keiner meldet sich, keiner bewirbt sich. Ne? Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir einfach mal die Karriereseite angeguckt und da war einfach ein riesiges Formular, das man ausfüllen musste und auch Datei-Uploads, die dann sozusagen verpflichtend waren und so weiter. Und das hat dann einfach dazu geführt, dass sich keiner beworben hat. Ne? Und das haben wir dann vereinfacht, deutlich also verschlankt, einfach nur ganz wenige Eingabefelder sozusagen. Und auf einmal lief es dann, ne? Auf einmal kamen dann die Bewerbungen rein. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, aber ich möchte ja schon ganz gerne den Lebenslauf haben und ich möchte ja schon ganz gerne auch irgendwelche Arbeitszeugnisse haben und so. Das ist ja auch gar kein Problem, aber den allerersten Schritt, den solltest du halt so einfach wie möglich machen und dann im Nachgang, wenn du erstmal den Kontakt zu der Person hast, dann eben zum Beispiel sagen, hey, kannst du uns gerade nochmal den Lebenslauf schicken, kannst du uns gerade nochmal ein Zeugnis mitgeben, ne? Also im telefonischen Kontakt, wenn erstmal sozusagen diese erste Hürde genommen ist, dass man dann eben sagt, hey, kannst du uns das nochmal zur Verfügung stellen, dass wir das auch noch haben. Ne? Also das schlanker zu machen heißt nicht, dass man die Infos nicht bekommt, ne? Aber wirklich auch so einfach wie möglich. Also wir haben bei Partner Mobility Mitarbeitergewinnung zum Beispiel für die Übernehmen halt auch ein Verfahren entwickelt, wo es halt sehr simpel ist, wo die Leute sich wirklich innerhalb von 1 bis 2 Minuten da eintragen können, wenn überhaupt so lange, aber trotzdem alle Daten, die relevant für dich sind, drin sind, wo du auch weißt, was hat er gelernt, was hat er für eine Ausbildung, wie lange arbeitet er schon, hat deinen Führerschein. Diese ganzen Sachen weißt du dann trotzdem und es ist sehr einfach trotzdem für den Bewerber und das ist wirklich ein Riesending, weil es ist halt, wenn die Person halt unzufrieden ist, die muss schon sehr unzufrieden sein, um wirklich Bewerbung, Lebenslauf, Anschreiben zu erfassen. Wenn sie nur etwas unzufrieden ist, sie würde wechseln, aber sie bewirbt sich gar nicht bei dir, weil es zu kompliziert ist. Ja. Also wir sagen immer, eine Bewerbung, die darf nicht länger als 2 Minuten dauern, ne, im allergrößten, also maximal. Ja. Und das ist, wie gesagt, über die Maßnahmen, die wir dann machen mit den Partnerbetrieben, ist das eben so eine Schnellbewerbung. Ne? Und das führt dann eben dazu, dass man einiges an Bewerbungen auch bekommt. Ne? Und das ist auf jeden Fall ein Schlüssel, um mehr Bewerbungen zu bekommen. Ja, überhaupt welche zu bekommen. Wie gesagt, so viele Leute, die geben auch Geld dafür aus, wie gesagt, das ist die Karriereseite. Ja. Und am Ende ist so ein Riesenformular und ich kenne auch Leute, die sagen, ich habe zwar eine Karriereseite, aber bei mir hat sich noch nie jemand beworben darüber. Wenn du sowas kennst vielleicht, dann ist es wahrscheinlich genau der Case, dann melde dich gerne mal bei uns, dann können wir uns das anschauen und dir auch genau sagen, woran es liegt. Ja. Schick uns die Seite dann gerne mal rüber, wir schauen da drauf und wir können uns das anschauen oder auch unsere Strategieberater, die haben da ein geschultes Auge dafür, worauf es da ankommt, was du vielleicht da rausnehmen solltest. Genau, also zweiter Punkt, mach es den Leuten möglichst einfach, sich bei dir zu melden. Der dritte Punkt ist eine Sache, die für viele auch überhaupt nicht offensichtlich ist. Ne, weil man kennt es seit Jahren, seit Jahrzehnten so, die Bewerber melden sich schon. Ne, ich muss für Marketing zwar, um Kunden zu gewinnen, Geld ausgeben, was aktuell nicht mehr der Fall ist, aber für Mitarbeiter nicht und der Markt hat sich einfach geändert. Es ist mittlerweile so, dass du schon planen solltest. Ich meine, viele Leute, die sich das hier anschauen, geben wahrscheinlich gerade nicht so viel Geld für Marketing aus. Weniger als früher, weil man einfach so auch voll ist und ihr solltet diese Differenz für Mitarbeitergewinnung einplanen. Also wenn du nicht bereit bist, ich sag mal 1.500 Euro pro Monat einzuplanen, wenn du gerade aktiv Mitarbeiter suchst, an Budget, dann wirst du faktisch keine mehr finden in Zukunft. Das wird sehr schwierig werden. Ja. Weil du musst ja auch vorstellen, letzten Endes, die Mitarbeiter, die Leute, die wechseln, entscheiden sich für das Unternehmen, dem sie am meisten vertrauen. Und wenn du ein Unternehmen in deiner Region hast, was einfach nur im Monat zum Beispiel 500 Euro in Werbung investiert, dann sehen das 50.000 Menschen in der Region. Wenn man das gut filtert, sind das auch relevante 50.000 Menschen. Ja. Beziehungsweise 50.000 Mal über die Werbung gezeigt, das können auch
10.000 Menschen sein, die es fünfmal sehen. Mhm. Und wenn er dann überlegt, wohin er geht, und dann habe ich vielleicht, nachdem ich die Werbung sehe, noch die Möglichkeit, mich schnell bei dem Unternehmen zu melden, dann kriegst du den gar nicht mit. Dann wird er bei dir gar nicht, dich gar nicht wahrnehmen. Ja. Dann ist er einfach woanders. Ja, es geht da um bei dem Thema einfach auch zum Beispiel um das Thema mentale Verfügbarkeit. Genau. Ne? Genau. Also wenn du jetzt an ein Erfrischungsgetränk denkst, ne, an was denkt man dann? Also die meisten denken an Coca-Cola. Ja. Ne? Und genau das ist das Thema mentale Verfügbarkeit, nennt man das. Du willst einfach sozusagen zur richtigen Zeit ganz oben im Kopf der Leute sein. Ne? Die richtige Zeit ist ganz wichtig. Zur richtigen Zeit einfach immer da sein. Und das müssen wir halt erreichen. Und das erreicht man halt, indem man auch in Werbung investiert, in Mitarbeiter, also in Werbung für Mitarbeitergewinnung. Und was wir dann nämlich erreichen, ist die Person, die dann sozusagen einen schlechten Tag wieder hatte oder die einfach, bei der sich was geändert hat im Leben oder die einfach jetzt unzufriedener ist, weil irgendwas auf der Arbeit passiert ist oder auch nicht passiert ist. Wenn du dann sozusagen wieder da bist und oder die Person dich vielleicht schon mehrere Male gesehen hat in der Vergangenheit, ne, und dann kommt dieser eine schlechte Tag und dann bist du wieder da, dann kommt der Moment, wo du sagst, so, jetzt melde ich mich da mal. Jetzt bin ich bereit. Exakt. Und deswegen bringt es das auch nicht, einfach mal irgendwie einmal im halben Jahr oder so in der Zeitung was zu packen. Ne? Deswegen, weil damit bist du nicht in der mentalen Verfügbarkeit ganz oben, sondern das kommt nur einmal und du musst immer wieder da sein. Und die Person kann sich auch nicht leicht bei dir melden in der Zeitung, muss man auch dazu sagen. Ja, und die jungen Leute lesen die Zeitung auch nicht. Ja, lesen die auch nicht. Das kommt noch dazu. Nee, deswegen, also worüber reden wir jetzt eigentlich konkret, wenn wir sowas meinen? Wir meinen halt konkret Werbung übers Internet. Ne? Also zum Beispiel über die sozialen Medien kannst du dir vorstellen, die jungen Leute und vielleicht auch du selber verbringen ja extrem viel Zeit einfach auf Instagram, mittlerweile auf Plattformen wie TikTok, Snapchat, Facebook, aber auch generell im Internet, also auf Webseiten und so weiter wollen wir auch da sein. Und aber das geht jetzt zu tief. Also nur um dir nochmal zu sagen, worum geht es da eigentlich? Es geht auch nicht darum, dass du irgendwelche Postings machst, ne? Weil Postings sind nur Leute, die dich schon kennen, die dich schon geliked haben, die dich schon gut finden. Ja, nee, das damit wirst du keine neuen Leute gewinnen. Und es geht wirklich darum, bezahlte Werbung, Leute, die dich noch nicht kennen oder vielleicht nur flüchtig kennen, immer wieder präsent zu sein. Ja. Das ist der Schlüssel im Endeffekt. Und wie gesagt, es würde jetzt zu weit führen, das zu erläutern. Ja. Das machen wir in unseren Strategieberatungen, erklären wir das den Partnern sehr genau, was da genau passiert. Aber das nur dazu, also plan wirklich ein Budget dafür ein. Alles andere ist halt unrealistisch. Ja. Ne? Es kann nicht sein, dass du das Budget auf der einen Seite für die Kunden reduzierst und dann wieder irgendwas bei den Mitarbeitern ist, aber nicht bereit, es draufzulegen. Ja. Ne? Und das sind aktuell noch nicht viele Betriebe. Ja. Also wenn du nochmal genauer wissen willst im Detail, wie so eine Strategie für dich aussehen kann, auf welchen Plattformen das für dich sinnvoll ist oder auch was deine Karriereseite betrifft, melde dich gerne bei uns. Ja, hier unter diesem am-beratung.de am-beratung.de, da kannst du dich melden, da können wir dir nochmal erklären, wie so eine Strategie für dich aussehen kann. Ja, wir machen da kostenfreie Strategieberatungen, ne? Also von daher, das ist Also schauen wir uns gerne mal an. Kostenlos informieren, kann man schlau draus werden und Wir haben jetzt noch einen letzten Tipp, ein kleiner Bonustipp, sage ich jetzt mal. Oh. Ja, der ist er ist jetzt nicht so einfach umzusetzen, dass du sagst, das kannst du von heute auf morgen machen, aber das ist der Schlüssel, um immer Leute zu haben, egal was du sonst machst. Und das ist einfach als Unternehmen interessant zu sein. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass du sagst, okay, ich biete jetzt einen Firmenwagen, ich biete Weihnachtsgeld, ich biete 50 Tage Urlaub, whatever, ne? Das ist gar nicht so das Ding. Das Wichtigere ist, dass die Leute im Unternehmen das Gefühl haben, an was Großem mitzuarbeiten, an was Geilen mitzuarbeiten, wo es sich lohnt. Hm. Ne? Dann musst du nicht mal das höchste Gehalt sein, dann musst du nicht die größten Sonderboni machen. Na, aber bei uns zum Beispiel als A&M, die Mentalität ist, wir verändern den Markt. Die Mentalität ist, es geht nach vorne, wir sind Marktführer, wir werden das auch bleiben. Wir werden den Markt einfach tiefgreifend verändern. Das machen wir durch Events, das machen wir durch solche Formate hier. Das machen wir aber auch natürlich durch die Agenturleistungen für unsere Partner. Und das Unternehmen war vor 2 Jahren noch so bei 10, 15 Leuten, jetzt sind es 30. Jeder, der damals schon hier war, sieht, wie das wächst. Der würde niemals woanders hingehen, selbst wenn woanders eben viel mehr Geld bieten. Allein aus dem Aspekt, weil er weiß, dass dieses Wachstum hier, das erlebt er nirgendwo anders und hat Möglichkeiten da, die er woanders einfach nicht hat. Und wenn deine Mitarbeiter das Gefühl haben, du arbeitest anders, du bist anders drauf, dein Unternehmen ist anders, du denkst anders als die anderen, dann wird wirklich ein Schuh draus, weil dann werden die Leute wirklich sagen, okay, interessant. Nicht jeder wird es interessant finden. Es wird auch Leute geben, die wollen ihre ruhige Kugel schieben, aber du willst ja eigentlich Leute haben, die auch Bock haben. Ja. Und die kriegst du genau mit diesem Weg. Und auch nicht anders langfristig. Ja. Und das erleben wir bei unseren Partnern. Wir haben Partner, die sagen, okay, macht ihr das Marketing? Gut, die finden auch Mitarbeiter, alles kein Thema. Wir haben auch Partner, die nebenbei sich noch mit anderen Sachen beschäftigen, die das Unternehmen strukturell noch voranbringen und so.
Und da erleben wir einfach, dass es deutlich, deutlich einfacher ist, deutlich schneller geht, mit deutlich weniger Budget möglich ist, da Stellen zu besetzen. Ja. Und die immer, egal was die suchen, auch die passenden Leute dafür zufällig finden. Einfach, weil man den Leuten, ja, kann man schon fast sagen, so eine kleine Vision mitgibt. Ne? Exakt. Also, dass die man machen einfach, das für was. Ja, ja. Man sagt einfach, wir wollen das größte, die größte Firma für Bauelemente hier in der Region sein. Oder wir wollen nicht nur hier in der Region, sondern wir wollen auch das ganze Bundesland ausweiten. Oder wir wollen in ganz Deutschland. Ne? Oder wir wollen, also einfach so ein kleines Ziel, an dem man auch, also kann auch ein großes sein, aber einfach ein Ziel, eine Vision, die man den Leuten mitgibt und sagt, wir wollen hier wirklich mit unseren Bauelementen Niedersachsen schöner machen. Ja. Ja, das könnte sowas sein. Oder also da einfach, oder ja, zum Beispiel im Bereich Solaranlagen, ja, wir wollen einfach, wir wollen Deutschland eben nachhaltiger machen. Genau. Ne? Und also, und das auch kommunizieren und den Leuten sagen, dass ihr da wirklich an was Großem arbeitet und auch, was, dass eure Arbeit einen Einfluss hat. Ne? Exakt, genau, das auch erklären, weil die machen das ja nicht nur für das Geld, sondern die machen das auch dafür, dass sie sehen, da passiert was. Ja. Das ist eine Vision, die dahinter steht und das ist ganz wichtig. Also wie gesagt, das ist für viele jetzt schwer greifbar. Auch sowas klären wir in unseren Beratungen natürlich mit den Partnern. Aber das ist eine Sache, wo es definitiv Sinn macht, drüber nachzudenken. Und damit wirst du auch merken, dass automatisch durch Zufall irgendwelche Leute dann von links und rechts kommen und sagen, oh, voll interessant, ich finde das cool, das einzige Unternehmen, was in der Region so arbeitet. Es gibt wirklich nicht viele, die das machen. Also wirklich nicht. Selbst mit unseren Partnern, wo ich sagen würde, das sind schon die fortschrittlichen Unternehmen mit, deutschlandweit so, würde ich sagen, sind die wenigsten wirklich, dass sie diesen Weg schon gehen. Vielleicht 10-20%. Ja. Und das ist natürlich an den normalen Markt deutlich weniger. Ja. Okay, drei sehr, sehr, sehr spannende Punkte, denke ich. Also wir können es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Punkt Nummer 1 war einfach, horche dich regelmäßig um, ja, bei deinen Mitarbeitern und auch bei anderen Interessenten. Mach dort auch Follow-up, also hake nach. Dann das zweite Thema war... Ja, das zweite Thema war einfach die Eintragung oder die Bewerbung so einfach wie möglich zu machen. Ne? Und das dritte Thema war einfach auch bereit sein, wirklich mal ein bisschen Budget in die Hand zu nehmen, einfach um auch für andere Leute nochmal sichtbar zu sein. Weil es ist, wie gesagt, nicht mehr so, dass der Bewerber einfach von irgendwo herkommt, so wie es früher war. Ja, er meldet sich schon, er kommt von der Schule, muss ja irgendwo anfangen. Ne? Er hat viele Möglichkeiten und er wird zu dem Unternehmen gehen, was mental am meisten verfügbar ist. Ja. Rein, weil Vertrauen halt gestärkt ist. Ne? Und der Bonustipp, mach dir Gedanken, wo dein Unternehmen vielleicht in Zukunft stehen will. Und da geht es nicht darum zu sagen, ja, wir machen seit 20 Jahren so, wir werden es auch 20 Jahre so weitermachen, das ist genau der falsche Weg. Weil das ist genau der Weg, der die Leute, die wirklich Bock haben, abschreckt und was sie nicht interessant finden. Ne? Leute zwischen 20 und 40 haben eher die Motivation, sich weiterzuentwickeln, weiterzukommen, als jetzt das Riesengeld zu verdienen. Und wollen natürlich auch Geld verdienen, ist keine Frage, auch gutes Geld verdienen, aber das ist nicht mehr die Hauptmotivation. Und das solltest du einfach auch mitziehen. Ja. Weil es auch selber für dich natürlich eine spannende Entwicklung ist, ein spannender Weg ist. Ja. Okay, super. Dann ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da oder ein Follow und freuen wir uns natürlich und du bekommst auch immer regelmäßig dann Nachrichten, wenn es eine neue Folge gibt. Ja. Ja, wir freuen uns, dass du mit dabei warst und wünschen dir noch einen guten Tag und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich sag tschüss. Bis dann, ciao.